Ja, genau, deswegen, hi, schön, dass ihr da seid, danke fürs Einschalten. Tarkov geht weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tun wollte. Ich habe gerade mal ein bisschen die Quests angeguckt. Das ist 3,5 Monate her, dass ich die letzte Tarkov-Aufnahme gemacht habe. Und gehe jetzt mehr oder weniger... Springe ich jetzt wieder ins kalte Wasser? Ich habe mir die Quests alle angeguckt. Ich kann auf Customs das meiste machen. Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher, wo ich diesen Schlüssel für diese Wassernummer herbekomme. Aber ich weiß, dass ich Gas Analyzer auf Customs finde. Ich weiß, dass ich den Schlüssel bestimmt irgendwie auf Customs finde. Ich weiß, dass ich diese Kassette auf Customs finde. Da fehlt mir aber auch noch ein Schlüssel. Ich weiß, dass ich Instant-Nudeln und Iskra-Rationspackungen bestimmt auch irgendwo auf Customs finde. Und ich weiß, dass ich das BNTI-Modul 3M-Schutzwesten-Ding auf Customs finde. Deswegen gehe ich jetzt auf Customs. Ich rüste mich aus und dann sehen wir uns gleich im Raid. Eine Scav-Runde. Eine kurze Scav-Runde zum Reinkommen wieder. Auf Interchange. Raoul, it's a Mo. It's a Mo! Aha. Das sieht schon mal gut aus. Sehr flüssig. Das ist wunderbar. Aber er hat mir meine Einstellung verhauen. Schauen wir mal. Ja. Okay. Und das Game ist ein bisschen leise. Aber euch müsste es okay sein. Bei mir ist es leise. Ein bisschen mehr brauche ich noch. Ich höre aber auch gerade wirklich schlecht. Ja, jedenfalls sind wir jetzt hier als Scav. Eine Runde als Scav. Oh mein Gott. Ich habe kein Korn. Das wird ein Spaß mit der Waffe. Ohne Korn. Was will ich denn hier eigentlich? Auf Interchange. So Iskra-Rationen und so ein Kram, ne? Haben wir uns ja vorhin angeguckt. Vorhin habe ich es mir angeguckt und schon wieder vergessen. Das geht mir aber mit den Quests immer so. Wo finde ich denn hier Iskra-Rationen? Dashes sind, glaube ich, eine gute Idee. War hier nicht irgendwo ein Stash? Gibt's den nicht mehr? Hier war doch irgendwo ein Stash, dachte ich. Ah. Wurde der entfernt? Oh Mann, ey, ich bin so ein Kacknoob, ne? Dass meine Ohren so leicht zu sind, macht mir gerade echt zu schaffen. Vielleicht sollte ich doch nicht mit Erkältung oder was auch immer ich habe Tarkov spielen. Aber ich will jetzt auch mal wieder Tarkov zocken, ey. Ist lang genug her. Leute, 1,5 Monate. Ich hab alles vergessen. Ich weiß nichts mehr. Das Gefühl, ich habe leichte Frame Drops, aber eigentlich geht's. Könnte auch schlimmer sein. Lang in der Aufnahme, am Ende alles Gutes. Ich habe halt
kein Korn. Deswegen kann ich eigentlich mit niemandem kämpfen. Ich kann einfach keine Angriffe machen. Hier, also da vorne, ne? Ihr wisst Bescheid, das Korn, das hier normalerweise vorne drauf gehört auf diese Sniper. Ich guck mal, ob ich eine Iskra-Ration finde. Wer bist du? Du bist ein Scav. Transit. Ah, es gibt ja Transit. Ausgang bei den Schienen. Emmercom. Ja, Emmercom wäre hier, ne? Also wenn ich jemanden mit diesem Gewehr töten wollen würde, müsste ich ihm das Gewehr direkt ins Gesicht drücken. Damit ich den Schuss auch auf keinen Fall verfehlen kann. Weil so zielen, das kannst du vergessen. Apropos zielen. Geht jetzt am Wochenende zum Luftgewehr schießen. Ins lokale. Ah, okay, nice. Ja, kann man mal mitnehmen. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Nehmen wir alles mit. Ins lokale, zum lokalen Schützenverein. Bin ich normalerweise ganz okay drin. Bin nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste, würde ich sagen. Ich weiß halt gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich gehe einfach raus. Ich weiß jetzt, funktioniert alles. Ich bin als Scav einmal drin gewesen. Hab ein bisschen Zeug gelootet. Und jetzt gehen wir gleich als PMC auf Customs. Machen wir so. Bis gleich auf Customs. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, bei denen ich hier 15 Minuten gesessen bin, um in den Spiel reinzukommen, um dann in 2 Minuten zu sterben. Und jetzt? Instant im Raid. Geil. Stark. Ein bisschen Frame Drops habe ich hier schon bei mir. Ich muss vielleicht nochmal die Grafik leicht runterdrehen. Ein kleines bisschen. Warum sind die eigentlich schon am Ballern? Ich bin doch hier frisch rein. Ist doch wohl ein schlechter Witz. Wo kriege ich eigentlich den Schlüssel her? Ja, jetzt mache ich aber großen Quatsch hier gerade. Hallo? Würde er bitte da hoch wollten? Das. Hä? Na, wahrscheinlich irgendeine Tasteneinstellung, die bei mir nicht passt. Ich laufe hier auch immer durch. Mist. Verdammte Axt. War das ein Spieler? Also, ein PMC? Ich glaube, das war ein PMC. Nope. War's nicht. Ja, die weiße Weste, nice. Ist das, was ist das für Munition? Weiß ich nicht, 3 irgendwas. Weil ich ja eigentlich, muss ich ja wirklich die Munition immer durchgucken. Die Hälfte habe ich so viel jetzt verballert aus dem 60er Mac. Eieieiei. Schlecht. Das war jetzt aber kein PMC, ne? Das war ein Scav. Hm.
seltsames Scav-Verhalten an der Stelle, dass der da... Voll ätzend, dass meine Ohren so zu sind. Ich höre nichts. Muss einmal ganz kurz in die Einstellungen. Ah. Ah, da muss ich einmal aus dem Raid rausgehen. Na gut. Wo sind überhaupt meine Ausgänge? So, jetzt schauen wir mal. ZB 10, 11. Gut. Passt, ZB 10, 11. Also, let's go. Ich höre echt schlecht. Mach noch lauter. Keine Ahnung. BS ist, glaube ich, ganz gut. Ja. BS ist großartig. Ich habe M80 mitgenommen. Ich depp. Naja, egal. So, war das gerade in Red drin, die Explosion? Könnte sein. Ich weiß halt nicht, woher ich den Schlüssel bekomme für hier, ne? Habe ich ein Licht hier dran? Nee. Oh, aber... Doch, da ist ein Licht dran. Ah, auf T. Ich habe es eigentlich auf meine Maustaste gelegt, aber das wurde zurückgesetzt. Hatte ich schon wieder so einen Mikroruckler gehabt. Keine Angst, mein Computer sollte eigentlich absolut in der Lage sein, das hier zu streamen und aufzunehmen und das alles gleichzeitig zu tun. Ah, das geht ja nicht, ne? Mist. Das geht ja gar nicht. Ich brauche den Schlüssel nur für einen Gegenstand. Hm. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Seit wann ist hier eine Schranke? Schranke hingemacht. Warum sind hier keine Bots, keine Scavs, nix? Viel zu ruhig. Ich hasse das, wenn es in solchen Spielen so ruhig ist. Ich nehm's mal mit. Weiß ich nicht, den brauche ich glaube ich nicht. Kann ich nachher noch wegschmeißen. Sibbo, das kann man glaube ich gegen irgendwas tauschen. Zündkerzen, die braucht man glaube ich für den Ausbau vom Hideout. Und Sibbo. Habe ich hier schon reingeguckt? Ja. Warte, Jacken. Ganz wichtig, ich bin ja auf der Suche nach Schlüsseln. Robots. Grafik ist schon echt nicht
so super hoch eingestellt. Ich hoffe, im Stream kommt sie gut an. Bei der Aufnahme bin ich mir sicher, dass es gut aussieht. Schwierig ist sowas immer bei den Aufnahmen. Im Stream meine ich. Weil das ja da dekodiert wird und dann wieder auseinandergenommen. Merke gerade, ich habe ja gute Munition gefunden, mit der ich mein Magazin auffüllen kann. Voll gut. Dauert natürlich. So, was haben wir hier? Glaube, du bist Schmutzmunition. Ja, also weg damit. Bisschen schöner wäre schon nice, ne? Wenn das Spiel ein Ticken schöner aussehen würde. Aber keine Ahnung. Ich habe jemanden gehört. Oh, er lebt. Ja, der hat von Headshot überlebt. Wer weiß, was ich für Munition gerade drin habe. Blei, Blindenlaufgeschoss, keine Ahnung. Mia Coutons, ah, die braucht man nicht mehr. Ich bin wirklich schwer am Überlegen, wo ich die Schlüssel herbekomme. Ich glaube, einfach Jacken looten ist das der Weg, um an diese Schlüssel zu kommen. Vielleicht mal in so einer Tasche? Keine Ahnung, was hier sinnvoll ist und was nicht, ne? Ich bin echt der größte Tag auf Noob. Ey! Danke. Ist nochmal so eine Weste. Sieben, sechs, zweimal 39. Nudeln, Instant-Nudeln, die brauche ich. Hält sich in Grenzen. Lassen wir das. Die Skeps interessieren sich nicht so für mich, habe ich das Gefühl. Oh! Hä?
Wo ist er? Ich hätte jetzt vermutet, dass er da drin ist. Hä? Willst du mich? Jetzt. Zum Glück hat er nicht weiter auf mich geschossen. Oh, du könntest Munition für mich haben. Ja. Okay. 25 Minuten. Ich weiß nicht, ist hier immer auf? Einmal kurz hier reingucken. ERS. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ganz schlechte Munition. Dann wird hier die gleiche drin sein, wa? Wie lange ich einfach zum Nachladen brauche. Alles nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Hör jemanden. Sag mal. Kommt hier rein und geht einfach wieder raus. Was seltsame Bots. Und macht die Tür auf, hinter der ich sitze. Als ob er wüsste, wo ich bin. So. Seltsam. Äußerst seltsam. Seltsame Tarkov-Bots. Ich einfach zum Nachladen brauche, es ist verrückt. Ja, passt schon. Was für Munition habe ich jetzt aktuell drin? Die USG ist hier auch die schlechte, aber... Oh! Erschreckt er mich. Heiliger Strohsack! Er steht direkt vor mir. Ich hoffe jetzt mal, hier gammelt nicht irgendwo einer irgendwo in den Ecken rum. Da hinten war einer. Und hier rechts ist einer. Kriege ich den hinten ins Visier? Wow, mit der Shotgun im Anschlag kommt er in die Tür rein. Da hinten ist gerade jemand von rechts nach links gelaufen.
Da ist sie. War der alleine? Ist der jetzt tot? Da reingegangen, ne? Ah, da war er gerade, oder? Eieieiei. Was hier los ist? Warum kommen die gerade alle zu mir? Meine Güte. Bin mega unter Strom. Ich bin doch krank, Mann. Ich wollte nur ein bisschen Tarkov spielen. Ich hab eine grässliche Erkältung, Leute. Ihr könnt mich doch jetzt nicht hier so unter Stress setzen. Hier ist irgendwo noch einer. Nope, 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 nope. Fast leer. Hoppala. Dann bitte einmal ein fast volles einladen. Jawohl. Okay, den erwischt. War hier noch irgendwo einer? Wo ist der hin? Der hat doch auch in meine Richtung gefeuert, oder nicht? So, du bist, glaube ich, ein Spieler. Ja, also PMC. Keine Ahnung, ob die Waffe was taugt. Ich nehme sie mit. Ich habe gar keine Heilung dabei. Oh mein Gott. Du bist auch ein PMC. Oh, der hat natürlich die UMP, würde ich schon gerne mitnehmen. Und die aber auch. Sehr gut. Jetzt muss ich langsam, ich muss Richtung einem Ausgang. Hat der, was für eine Munition hat der hier? Ja, die Kirasa ist, glaube ich, ganz geil. Hör doch hier die ganze Zeit was.
Oh Gott, das sind zwei. Wo ist sein Kumpel? Waren da nicht gerade zwei? Ah, yep. Du bist nur ein Scav, oder? Ja. Hat der Heilung für mich? Eieieiei. Bisschen was. Damit kann man heilen. Ich hab jetzt bei den anderen gar nicht aufgepasst. Ah, du hast nur Quatsch dabei. Du hast gar nichts mehr dabei. Du wurdest von einem anderen gelootet. Du hast eine SKS. Ist mir egal. Ich habe jetzt drei Waffen einstecken. Ich muss... Hundegebell. Okay. Ich muss hier einfach raus jetzt. Wo habe ich den anderen? Da vorne. Was hat deine AK? Nicht die richtige Munition. Okay, dann ist mir jetzt alles egal. Natürlich nichts von dem gefunden und getan, was ich eigentlich tun wollte. Moment, doch, ich kann noch was machen. Ich kann hier noch in die Jacken schauen. Und hoffentlich den richtigen Schlüssel finden, den ich brauche. Hier wurde auch nicht gelootet. CMS nehme ich. Bandagen, gerne. Und hier noch ein bisschen looten. Kleines bisschen. Keine Ahnung, ob das irgendwie was Wertvolles ist. Weiß ich nicht. Okay. Hier ist was Großes drin. Die Munition weiß ich nicht. Nehme ich einfach mal mit, weil sie selten aussieht. Kein Schimmer. Was hier? War hier schon immer so viel Loot? Nee. Oh mein Gott. Scope ist Schmutz. Zweimal. AK-101. Oh, komm. Die FMJ. Wie ist die? 556-45. Nee, okay, komm. Dann ist egal jetzt. Eigentlich will ich doch Jacken looten, Mann. Was mache ich hier? Brauche Schlüssel. Und ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt wirklich raus. Keine Zeit mehr.
bin super nervös gerade. Muss ein bisschen was laden, weil nicht, dass nachher irgendein Gegner kommt. Und wenn das jetzt ein bisschen dauert, muss einfach ein bisschen Munition reinladen. So ganz ohne. Weiß nicht mehr, wie viel in dem Mag drin ist. Da habe ich auch fett geballert von. Das ist fast leer. So. Nicht die beste Munition, aber irgendwas wird schon funktionieren. Kriege ich auch noch Hunger? Kriege ich jetzt echt Hunger? Habe ich was zum Essen dabei? Ja, das. Alles verwenden. Diese kleinen Tuchonkas, die braucht man irgendwann. Aber ich muss jetzt essen. Ich hätte auch die Mega-Crotons essen können, ne? Na egal. Hauen wir uns die auch noch rein. Und den Saft. Was ist das hier? Flüssigkeitszufuhr. Schmerzen. Schmerzen? Fuck. Warum habe ich Schmerzen? Mach mal nicht. Ich höre rechts was. Mal. Der erste Schuss war doch ein Headshot. Habe ich echt so miese Munition dabei, die keinen Schaden macht? Sind das Platzpatronen oder was? Ich muss hier weg. Ich muss einfach abhauen. Schmerzen. Muss kurz hier reingucken. Vielleicht ist ein USB-Stick da drin. Aber warum? Mir zu unsicher, da durchzulaufen. Aber außenrum ist halt auch Mist. Nee, gar nichts. Alles verschwimmt. Hinten war einer. Egal. Raus hier jetzt. Kann mir mal einer sagen, warum hier einer tot vorm Ausgang liegt? Boah, das sollte ich eigentlich alles mitnehmen. Was ist das für ein Helm? Oh, Stufe 4. Keine Ahnung. Die ist, glaube ich, nicht schlecht. Die PS-Munition. Ja, die ist absolut in Ordnung. Ich hoffe jetzt nur, dass mich hier keiner sieht, währenddem ich das mache. Aber die brauche ich. Okay. Ja, passt schon.
Keine Ahnung, warum er hier tot vorm Ausgang liegt. Ich weiß es nicht. Hier macht man das doch so, oder? Man schießt dieses Licht ab, ne? Irgendwie war da was. Ach, nice! Nicht so richtig erfolgreich, was die Quests betrifft, aber ein recht erfolgreicher Raid, hätte ich gesagt. War ganz schön wild, ging ganz schön was ab. Einfach mal 18 Kills gemacht. Da war noch irgendwo ein PMC dabei. 3 PMCs. Zwischendrin einfach irgendwo einen PMC noch gekillt, den ich nicht gelootet habe. Egal. YouTube. Alle, die sich das Video anschauen, weil ich ja jetzt auch auf YouTube live streame, muss ich jetzt sagen, die YouTube-Video-Zuschauer, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.